Und unser nächster Gast hat etwas hervorgerufen, was wir in dieser Form selten erleben, nämlich einen Sturm der Begeisterung, ebenso wie einen Sturm der Ablehnung, als wir ihn nur angekündigt haben. Peter Hane, liegt das an den polarisierten Zeiten oder liegt das an Ihnen? Ich hoffe, dass es an mir liegt, denn ich habe ja meine Rolle, Judith Rakers hat es ja zu Recht beschrieben, wenn ich Nachrichtenmoderator bin oder auch Talkmoderator, was ich ja auch war, und das 50 Jahre lang, habe ich meine Rolle ernst genommen. Das heißt, Moderator mäßigen und auf der anderen Seite auch nicht anmerken lassen, was man zu einer Meldung, die man da gerade bringt, denkt. Heute haben wir ja die Situation, dass ich den Leuten rate, beim Wahlabend um 18 Uhr den Ton auszustellen und nur in die Gesichter der Moderatoren zu gucken. Dann weiß man, wie das Ergebnis war. Damit will ich sagen, wir haben die Rollen, die eigentlich festgelegt waren. Ein Nachrichtenmoderator bringt Fakten, Informationen, damit die Leute sich eine Meinung bilden können. Das habe ich ernst genommen und bin dann froh gewesen, dass ich mit 65, ich weiß noch bei Sandra Maischberger, die sagt, die Nachricht des Jahres, die wir nicht glauben, Hane hört auf. Ich habe gesagt, ich höre auf und ich habe in meinen Büchern immer Klartext geredet. Die Macht der Manipulation, Schluss mit lustig, das war ja alles während meiner Zeit als Nachrichtenmoderator. Aber ich habe gesagt, auf dem Bildschirm kann ich das nicht machen, weil ich eine andere Funktion habe. Und jetzt kann ich nur sagen, ich erlebe meinen fünften Frühling. Also früher kamen die Kinder und sagten, Gib uns ein Autogramm für meine Oma. Die ist ein Fan von Ihnen. Da sage ich noch nicht mal die Mutter. Oma. Heute kommen die Omas und sagen, unsere Enkel sind Fans von Ihnen. Geben Sie uns ein Autogramm. Und das bringt mich richtig in Trab. Herr Hane, ist das... Ist das euer Ernst, heißt Ihr aktuelles Buch, im Moment auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste? Es war lange auf Platz 1, wurde jetzt von Wolfgang Schäuble Erinnerungen... Das gönne ich ihm. Und es ist auch teurer, also überholt. Ein bisschen was für ein Schlag. Sprechen von einem Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Warum so wütend? Weil es die Realität ist. Was wir erleben, gerade im politischen Bereich, ist die pure Idiotie. Und Idiotie meine ich jetzt nicht beleidigend. Es war interessant, dass die Zeit mit einer Edelfeder, Thomas Schmidt, 3 Minuten nach Erscheinen des Buches sofort eine ganze Seite gebracht hat, wie furchtbar das eigentlich ist. Es war ein ziemlicher Verriss. Ja, aber Verriss, wie man es nimmt. Also ich bin immerhin da als lutherischer Rapper bezeichnet worden und als einer, der Klartext redet. Und ich glaube... Und er sagt da was Interessantes, er beleidigt keinen. Der Satz ist ja immer wunderbar überlesen worden. Ich beleidige niemanden. Idiot heißt vom griechischen, lateinischen her, wenn früher die alten Griechen einen Klempner bestellt haben und es kam ein Metzger, kam ein Idiot. Und wir haben heute in den Regierungen, in den Parlamenten, und zwar mit der Ampel beschäftige ich mich gar nicht. Da weiß jetzt jeder, dass das irre ist. Aber wir haben wir erleben jetzt gerade den Totalausfall von CDU und CSU. Das heißt, ich frage mich, wo sind die eigentlich als Opposition? Und das ist etwas, was mir unter die Haut geht, weil ich denke, ich habe doch ganz andere Zeiten erlebt. Ich habe doch erlebt, wie man kommt immer da mit den alten Geschichten. Opa erzählt von Stalingrad, Franz Josef Strauß und Wehner und sowas. Da ging es doch zur Sache. Und heute ist man gleich beleidigt, wenn man jemanden angreift. Also man muss es faktisch schon über einen Bauchredner machen mit diesem wunderbaren Opa. Wirklich. Dann ist auch keiner beleidigt. Ja, ja. Und ich will ja, den Satz sage ich noch, ich will ja unbedingt bei ihm jetzt den Kurs machen, denn Sie müssen ja inzwischen schon Bauchreden können, damit Haldenwangs Stasi nicht kommt und erkennen kann, wer hat jetzt das Böse gesagt, war es wieder der Hane.
Wenn ich jetzt Bauch reden könnte, würde keiner merken, dass ich's war. Eines Ihrer Lieblingsthemen, wenn ich es richtig diagnostiziere, ist das Reizthema Gendern. Auch, ja. Wir waren da vorhin schon. Ist es wirklich seriös zu sagen, und das schreiben Sie ja an mehreren Stellen, dass bei der Bahn, der Deutschen Bahn, eines Ihrer Lieblingsbeispiele, ja, gegendert werde und durchaus deswegen keine Aufmerksamkeit auf Pünktlichkeit gelegt deswegen. Werde? Das unterstellen Sie. Nein. In eine Verbindung? Oh nein. Ich habe gesagt, wir haben Gender, wir haben Beipackzettel in Gendersprache, aber keine Medikamente, vor allem für Babys nicht. Und wir haben Gender-Ansagen im Zug, aber der Zug kommt weder pünktlich noch irgendwas. Sie verbinden das eine mit dem anderen? Nein, ich verbinde es insofern, als ich sage, Leute, kümmert euch doch um das Wesentliche. Wenn ich jetzt wieder höre, und wir haben ja hier jetzt Eltern hier sitzen, also in der Runde. Jetzt kommen doch die Studien eine nach der anderen. Die Kinder können nicht lesen, nicht schreiben, nicht rechnen. Wir haben die Schulklassen, die sind zu 99% mit Migranten. Die sollen doch erst mal normales Deutsch lernen, bevor wir die mit diesem Irrsinn. Und deswegen, mein Spitzensatz ist ja, Gender ist in letzter Konsequenz ausländerfeindlich und behindertenfeindlich. Und wenn heute eine Bildungsministerin, die ja natürlich kein Mensch kennt, vielleicht soll ich mal fragen, wie heißt die Bildungsministerin? Ich will sie ja nicht in Verlegenheit bringen. Ich weiß es nämlich auch nicht. Die erklärt doch jetzt, unsere Kinder müssen kriegstüchtig werden. Ja, sind wir denn verrückt? Unsere Kinder müssen lesetüchtig werden, rechentüchtig und schreibtüchtig und sonst nichts. Bitte? Ich glaube, zu Ihrer Zeit gab es doch einen Kanal mit dem Löwenthal. Richtig, ja? Gerhard Löwen. Da wären Sie doch ideal mit einem Linken und Sie. Als Nein, das war Hauser und Kienzle. Das kam war, danach. Das war toll. Ja, aber wissen Sie, das ist doch, Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Warum ist das nicht mehr möglich? Warum werden also... Das ist doch möglich. Nein, wo denn? Wir Debatten werden geführt, wir reden miteinander. Ja, Menschen natürlich, aber wir sind in dieser wunderschönen Sendung, in der ich mich immer wohlfühle. Und wenn Sie meine Bücher ja angeblich haben, finde ich diese Sendung übrigens auch vieles, was der MDR macht. Auch in der Corona-Zeit. Ich saß hier mit Kekulé, anschließend ist er von der Uni verbannt worden. Das muss man ja alles mal sehen. Das konnte ich hier machen. Aber diese, was Sie ansprechen, diese Konfrontation, Hauser und Kienzle, das wäre nicht mehr möglich. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas in Deutschland, das gut läuft, das funktioniert? Ja, ich lese in Ihren Büchern von einem Land, das vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Oh nein, überhaupt nicht. Sie haben ja eben vor zwei Stunden, als Sie die Gäste vorgestellt haben, völlig zu Recht gesagt, ich sage das denn zu Gauck, und sage, Herr Bundespräsident, wenn der mir entgegenkommt, hat immer eine Sonnenbrille auf, der hat was mit den Augen. Sage ich, Herr Bundespräsident, sind Sie auf dem Weg nach Sachsen? Guckt er mich ja einmal an, sage ich, Sachsen ist das hellste Land Deutschland. Und das freut mich. Mich freut, dass die Ossis, zu denen ich sehr distanziert stand, 1989, das gebe ich offen zu, weil ich bin West hoch West, einmal Ostwestfalen, nicht unsere gemeinsame Heimat, aber auch, ich bin ja 13 Jahre in Saarbrücken gewesen, westlicher geht's nicht. Und ich habe inzwischen gelernt, dass die Bürger in der ehemaligen DDR einen ganz anderen Sensus haben für Zwischentöne, für das, was heute läuft, und den Mut zum Widerstand. Und wenn wir den nicht mehr haben, und dazu will ich doch anregen, ich rufe doch nicht zur Revolution auf, aber doch sich nicht alles bieten zu lassen, übrigens auch von den Medien nicht. Was setzen wir, warum regt es uns beiden vielleicht, und Kim auch, und Sie auch, und dich auch, regt es uns auf, dass in den Umfragen bis zu 80% der Leute sagen, wir haben kein Vertrauen mehr in die Medien und die Politik.
Das ist doch das schlimmste Problem, was wir gegenwärtig haben. Warum räumen wir das nicht aus? Der Mitteldeutsche Rundfunk ist in unserem Sendegebiet die Institution, die nach der Polizei die zweithöchsten Vertrauenswerte hat. Und das gilt für andere ARD-Anstalten nicht. Ähnlich, ja? Ähnlich, doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Das Na Vertrauen gut. in die Medien ist nicht so niedrig, wie Sie es gerade beschreiben. Ich möchte Aber Sie haben doch ein bisschen dran mitgewirkt. Ich will jetzt hier keinen Krieg führen. Ich bin ja in friedlicher Absicht gekommen. Es gibt doch keinen Anlass dafür. Nein, aber ich meine, gucken Sie sich doch mal an. Der Stern, der mich in der Luft zerrissen hat mit meinem jetzigen Buch, hat innerhalb von 20 Jahren 76% seiner Auflage verloren. In der Zeit habe ich Millionen und Abermillionen von Büchern unters Volk gebracht. Und der Spiegel hat uns Relotius vorgesetzt. Aber Erfolg gibt einem ja nicht immer in allem recht, ne? Nein, aber man muss genau differenzieren. Natürlich, ich bin doch oft in der absoluten Minderheit und gehe trotzdem meinen Weg, weil ich sage, das hat mit Prinzipien und so nicht zu tun, sondern ich lasse mich wirklich, also dafür bin ich zu lange im Geschäft, dass mich irgendjemand aus der Ruhe bringen kann und ich habe genug Munition im Köcher.